Und nun noch schnell ein Blick zum Fußball, und zwar zu den bisherigen Ergebnissen des 18. Spieltags der Bundesliga. Im Abendspiel verliert Leipzig gegen Leverkusen mit 2:3. Der Siegtreffer für Bayer fällt erst in der Nachspielzeit. Köln kommt gegen Dortmund unter die Räder und verliert mit 0:4. Aufsteiger Bochum schlägt Stuttgart überraschend mit 1:0. Freiburg gewinnt gegen Hoffenheim mit 3:2. Darmstadt gleicht in der Nachspielzeit gegen Frankfurt zum 2:2 aus. Heidenheim und Wolfsburg trennen sich 1:1. Das Freitagsspiel zwischen Mainz und Union Berlin wurde wegen des Wintereinbruchs abgesagt und wird nachgeholt. Heute spielen noch die Bayern gegen Bremen und Gladbach empfängt Augsburg. In der Tabelle behauptet Leverkusen die Spitze, dahinter Bayern, Stuttgart und Leipzig. Auf den weiteren Europapokalplätzen Dortmund und Frankfurt, vor Freiburg, Hoffenheim und Heidenheim. Die zweite Tabellenhälfte eröffnet Wolfsburg vor Gladbach und Bochum, dahinter Augsburg, Bremen und Union Berlin. Mainz weiterhin auf dem Relegationsplatz, Köln und Darmstadt auf den direkten Abstiegsplätzen.